wenn man zurückschaut, hat sie sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Da hat sie ganz, ganz andere Sachen gemacht. Und das Schöne ist, die Sachen sind auch noch da. Wow, ich finde das so interessant zu sehen. Oh, guck mal, das ist ja wirklich noch richtig lange, lange Zeit. Wir starten mit etwas Ungewöhnlichem, weil ich es gerade eben wiedergefunden habe und ganz vergessen hatte, dass es das gibt. Let's go. Drei Jahre alt. Guess who's back? Alicia Doe. Handtasche, Rucksack, fettes Gepäck. Ich schau auf die Uhr, Viertel nach sechs. Guck mal wieder, viel zu spät, jeder Mann kennt's. Der Intercity Express, die deutsche Exzellenz. Das ist richtig abgefahren. Wir haben hier einen kompletten, so ein ganz ursprüngliches Video. Ich meine, sie hat davor auch schon Sachen gemacht, aber ich finde, das hat wirklich krass diesen ganz ursprünglichen Vibe, einmal von YouTube und einmal auch von ihr. Also, dass sie hier halt vor diesen aufgehangenen Hintergründen posiert, wo sie halt sich selber da mit einem Bettlaken oder sowas einen Hintergrund gebaut hat. Und die superschönen, also diese superschönen Bilder, die sie hier beim Sonnenuntergang gemacht hat, die sind einfach sehr cool. Das ist einfach wirklich schön. Exzellenz. König ist die Bahn und der Knecht ist der Kunde. Andere wagen Reihung und ich sprinte eine Runde. Und tatsächlich hat sie ansonsten ja hier eine Parodie auf Shirin Davids Eyes. Und sie packt hier aber trotzdem schon ein bisschen so sehr, ist eine Parodie, ne? So ein bisschen die Kritik rein, auch Dinge, die sie später ja macht, aber noch ganz anders, ganz, ganz anders. Und hat das aber wirklich schön bebildert, weil ganz oft sind diese Parodievideos, die so selbst gemacht sind, ja so simpel gedreht, dass sie jetzt nicht so ganz überzeugen. Hier finde ich halt schön, es gibt auch wirklich Schnittbilder, es gibt halt auch wirklich ein bisschen Story. Ich fass grad noch rein, ganz knapp auf die Sekunde. Die Verspätung hier beträgt mindestens eine Stunde. Und hier hat sie es halt auch so gemacht, damit sie mehr Hintergründe hat, hat sie auch einfach hier verschiedene Hintergründe aufgehangen. Ne? Hier haben wir dieses eine Bettlaken, hier haben wir eine Tischdecke, glaube ich. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch ein weiteres Bettlaken. Hunde. Kühlanlage leider ausgefallen, kann kaum atmen. Eine Streckensperrung auf den Gleisen ist das Warten. Jetzt wird es unglaublich heiß und schickig in den Wagen. 100 Euro für ein Ticket, doch keiner checkt Karten. Und hier haben wir, glaube ich, eine leichte Fahrt, eine digitale. Ja, die Kamera fährt ganz langsam zurück. Wagen. 100 Euro für ein Ticket, doch keiner checkt Karten. Stunde Das heißt, obwohl das wirklich einfach und schön gemacht ist, sind da schon viele, viele Gedanken drin. Das ist kein schnell zufällig zusammengehauenes Video. Und wenn, dann haut sie trotzdem all die Skills rein, die sie zu dem Zeitpunkt schon hatte. Wache auf, schreitende Kids. Leere Bierflasche vor mir im Sitz. Der Fahrgast neben mir riecht komisch und schwitzt. Für sowas gebe ich Geld aus. Ist das ein Witz? Ganz egal, ob Stuttgart, Köln oder Frankfurt, Main. Das ist witzig, ne? Sie hat ja später hinter sich auch diese Blumenbilder, wenn ich mich nicht irre. Hier hat sie schon als T-Shirt. Ich finde das total geil. Das ist halt wirklich so gefühlt so ein Schatz auf ihrem Kanal, aber das Ding hat 1,5 Millionen Aufrufe. Also ganz so ein Schatz ist es dann auch nicht. Also die Leute kennen es schon. Das ist ein Witz? Nice. Ganz egal, ob Stuttgart, Köln oder Frankfurt, Main. Es gibt eine Zugverspätung und ich habe keine Zeit. Der Anschluss zu kein Feld. Das ist immer noch mein Lieblingsbild. Das ist mit diesem Sonnenuntergang, auch wenn der hier ausbrennt. Es ist einfach echt ein schönes Bild. Wir haben viel Farben. Sie liegt hier noch in diesem etwas helleren Tageslicht. Und hier hinten haben wir dieses schöne, warme Licht, das dann auch in den Wolken sich so schön spiegelt. Das mag ich wirklich gern. Das ist auch ein schönes Bild. Was hier wirklich insgesamt schön funktioniert mit diesen Farben ist, dass sie noch so schön Tageslicht abbekommt und wir aber dieses richtig fett orange Sonnenlicht hier haben. Das sieht dann halt wirklich so aus, als hätte man ein bisschen geleuchtet, was vermutlich nicht passiert ist. Flugzeug kann ich mir nicht leisten, hab kein Money. Auch Autofahren ist bei dem Verkehr nicht funny. Sie glotzen mich nur an, doch CO2. Also diese Standbilder gefallen mir wirklich am besten. Die sind alle sehr schön. Schön komponiert, schön gebaut. Falsch, man kann nicht. Das Motto besser 5 Stunden zu später als gar nicht. Gar nicht. Ab ins Bordbistro, brauch rein Kaffee. Du kennst mich. Hier hat alles höchste Qualität. Selbstverständlich. Lappes Brötchen oder ein geschmackloses Sandwich. Ich nehm einfach beides. Guck mal, hier haben wir sogar fast einen Matchcard. Selbstverständlich. Lappes Brötchen oder ein geschmackloses Sandwich. Ja, das ist also der Plan war zumindest, also entweder hat sie, weil sie die Choreo hatte, oder hier wirklich der Plan eines Match-Cuts. Aber es ist nah genug dran, man versteht die Idee. Ich nehme einfach beides, macht nur 18,60 Euro. Oh, nice. Erstmal gucken, wann mein Anschluss so fährt. Nope. Taxi fahren, ich renne lieber Zügen hinterher. Sitzplatz
Reservierung bleibt mir dank, Zug aus halber Wert, muss leider stehen, denn die Plätze sind begehrt. Der Lokführer labert echt viel, sing you for the attention, sein Englisch hat Stil. Über 34.000 Kilometer schien, doch weder Personal noch Kompetenz sie zu bedienen. Egal ob Stuttgart, Köln oder Frankfurt, Main. Es gibt eine Zugverspätung und ich habe keine Zeit. Nein. Der Anschlusszug entfällt, in Station langsam reise. Das ist die haben wir hier schon wieder so ein. Und ich habe keine Zeit. Nein. Der Anschlusszug entfällt, in Station langsam reise. Ja, nicht ganz. Also die Hände gingen zwar nach oben, aber es war jetzt nicht in Richtung Matchcut gedacht. Das ist die Fahrgastwelt. Bitte, ich war DB. Wo bleibt der IC? Guck mal, hier sieht man es sogar, das ist tatsächlich eine Tischdecke. Das ist so, ne, wachsbeschichtet oder irgendwas, was so ein bisschen spiegelt. Ich komme zu spät, zu spät, zu spät. Bitte, ich war DB, DB, DB. Ich finde das immer so spannend, weil natürlich Leute mit verschiedensten Dingen anfangen auf dieser Plattform. Und hier, ich weiß nicht genau, wie viel sie in der Richtung gemacht hat. Wir können jetzt mal gucken. Wir gucken auch gleich noch weiter. Sie macht jetzt ja ganz andere Videos. Wirklich journalistisch aufgearbeitete Themen, Meinungsvideos. Das hat sich ja schon sehr verändert. Aber, und das ist mir heute einfach vorgeschlagen worden von YouTube, wenn man zurückschaut, hat sie sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Also sie hat angefangen in dieser Make-up-Welt, da hat sie ja mal drüber gesprochen. Sie hat auch noch einen Zweitkanal, Alice in Beautyland heißt der, glaube ich. Und dann ging es halt langsam los mit diesen, ja, Meinungsvideos, aber hier noch Satire, Parodie. Ja, guck mal, hier ist auch eher so Satire. Da hat sie ganz, ganz andere Sachen gemacht. Und das Schöne ist, die Sachen sind auch noch da. Deswegen kann man so ein bisschen zurückschauen und sehen, dass sie auch so ein bisschen gesucht hat, welcher Content für sie der richtige ist. Sie hat sogar noch eine Parodie gemacht von Shirin David, wahrscheinlich, weil das so gut funktioniert hat. Und dann ist es langsam über so ein bisschen Trash-TV auch. Ja, ist noch ein bisschen länger Trash-TV gewesen. Dann wollte sie selber zum Fernsehen hier mit Wer wird Millionär. Und dann ging es langsam los, dass es sich immer ein bisschen mehr zugespitzt hat vom Content her. Ach, guck mal hier, die Wendler-Ära habe ich ja auch nicht mitbekommen. Wow, ich finde das so interessant zu sehen. Oh, guck mal, das ist ja wirklich noch richtig lange Zeit. Hier ging es dann los, Familienblogger. Und dann hat sie aber auch gemerkt, dass sie hier eine Nische getroffen hat, die gut funktioniert und hat die dann weiter und weiter perfektioniert und ja, hat heute halt meinungsintensive und starke Videos und eckt damit auch immer wieder an und klärt auf, eckt an. Also das ist ja wirklich das, was auch Journalismus tun soll. Hier ist es ganz interessant, das Instrumental hat jemand gemacht, Mix und Master hat jemand gemacht und den ganzen Kram hat sie selbst gemacht, Low-Budget-Video. Ist sie alleine hier gewesen? War da nicht eben ein Bild so handkameramäßig? Ich gehe nochmal zurück, also man kann ja trotzdem... Schafft es gerade noch rein, ganz knapp auf die Sekunde. Das... Reihung und ich sprinte eine Runde. Schafft es gerade noch rein, ganz knapp auf die Sekunde. Ich würde sagen, das ist aber nicht digital gezoomt, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, hier war dann doch jemand mal dabei, der gezoomt hat oder sie hat seine Kamera, wo man es automatisch einstellen kann. Sieht ja so aus, als wäre das mit einer wirklich handelsüblichen, normalen Kamera gemacht worden. Aber ja, es ist ganz spannend. Wir haben hier nicht die direkten Anfänge, aber doch ein paar Einblicke in die Ursprünge von Alicia Joes Content, der aus einer parodistischen, satirischen Ecke gekommen ist und sich jetzt halt ganz woanders hin entwickelt hat. Falls ihr ein paar ganz spannende Kanäle und ganz spannende Anfangsvideos habt, schlagt mir die auch gerne mal vor. Vielleicht finden wir noch mehr von diesen Perlen. Das wurde mir heute zufällig vorgeschlagen.